Ja, die Schlagzeilen kreisen im Moment um sowas wie Laschets Endspiel, Laschets letzte Chance, Scholz und Laschet auf Partnersuche, auf Koalitionspartnersuche. Ja, das ist die Frage. Warum beschäftigen wir uns damit? Erstmal stellen wir nur fest, dass Journalisten offensichtlich wollen, dass wir uns damit beschäftigen. Aber es ist ja eigentlich völlig irrelevant. Denn wer und wie unser Leben zerstört wird, sozusagen, das ist eigentlich gar nicht so interessant. Ja? Denn schauen wir es uns doch mal an. Also, Grüne haben pseudokommunistische, DDR-ähnliche Konzepte dabei, Mindestlohn 12 Euro. Das heißt, sie wollen alle, die 11 Euro pro Stunde oder weniger an wirtschaftlicher Produktivität für ihren Arbeitgeber entfalten, der Langzeitarbeitslosigkeit überlassen. Und auch die Idee, dass man die Unternehmen zwingt, einfach mehr bezahlen zu müssen, ist ja letztendlich nichts anderes. Das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn sie die Steuern für die Unternehmen erhöhen würden. Aber es ist der falsche, unsinnige Eingriff. Also die Steuern für die Unternehmen zu erhöhen, darüber könnte man noch reden, denn dann könnte man aus den Steuern die Unterstützungsgelder für diejenigen, die sehr wenig verdienen, von staatlicher Seite, also das Dazugeben des Staates zu den Geldern, die Leute, wenn sie nur 3 Euro die Stunde wert sind, dann kriegen wir und sie dann auch nur 3 Euro die Stunde kriegen, dann kann der Staat ja noch aufstocken und er könnte ja noch dazugeben, bis die Leute dann eben 12 Euro die Stunde haben zum Leben. Das wäre machbar, aber dieser Eingriff in den Arbeitsmarkt erscheint doch sehr sinnlos, sehr schädlich, weil man damit quasi die Unternehmen motiviert, alle Menschen, die nur 11 Euro die Stunde oder weniger Produktivität entfalten oder Nützlichkeit haben, weil sie nichts können, nichts gelernt haben, nichts können, unfähig sind, wenig fähig sind, dass die Unternehmen quasi gezwungen werden, entweder sie gehen pleite oder sie schmeißen diese Leute alle raus und überlassen sie der Dauerarbeitslosigkeit. Und das ist genau der Sinn des Ganzen. Also in der Grünen Partei haben wir also hier, wir haben ganz viele Mitglieder bei den Grünen, gehören zu den Sozialsparten und den NGOs, den sogenannten Weltsozialsparten. Und diese Mitglieder bringen alle ihre vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparten, mit denen sie Geld verdienen, mit. Und woran verdient ein Sozialspartler, ein Arbeitsamtmitarbeiter oder ein Spendenerbettler, woran verdient er sein Geld? Am Elend der Menschheit. Also je mehr Arbeitslose, je mehr Obdachlose, je mehr Sozialfälle, je mehr aus dem Arbeitsleben Ausgesonderte es gibt, die dann vor sich hin verwahrlosen, desto mehr Karriere machen die Sozialspartler. Und je mehr hungernde Kinder in Afrika es gibt, desto mehr spenden können die NGOs, die Sozialsparten der Welt erbetteln und erpressen. Und das, genau diese vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparten wirken jetzt auf das Parteiprogramm der Grünen, ja? Und die Grünen wollen sozusagen, bringen also dann solche pseudokommunistisch anmutenden, DDR-ähnlichen, pseudoplanwirtschaftlichen Elemente rein. Und das zeige ich jetzt doch mal gleich, vielleicht am besten auf der Parteiseite, der Partei des Gemeinwohls. Ach so, für Sie
die sie sich mit Laschet und Lindner und all diesen Leuten beschäftigen, und Habeck und Baerbock. Es gibt also endlich die Partei für das dritte Weltwirtschaftssystem, die Gemeinwohlwirtschaft. Wenn Sie die noch nicht kennen, sollten Sie sofort erstmal vielleicht googeln nach der weltberühmten Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ. Ja, zum Beispiel, also hier, wenn ich jetzt mal Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ google, googeln, hier Google suchen nach, dann was kommt dann? Hier, da können Sie sich dann einlesen, hier, da können Sie Idee und Vision, da haben, sind Sie dann auch schon auf der Homepage. Das heißt also, Sie können diese weltberühmte Gemeinwohlökonomie kennenlernen und müssen sich aber klar sein, machen Sie sich klar, dass die vielleicht auch Fehler beinhalten könnte noch, ja? Und ich war gerade dabei zu erklären und wollte dazu dieses Bild verwenden, ein bisschen schlechter lesbar, aber die wichtigsten Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle, na, das so. Und da haben wir den entscheidenden Satz, also pseudokommunistisches, Pseudoplanwirtschaft zerstört Wohlstand und erzeugt eben Massen an Sozialfällen. Und genau genommen ist also das Parteiprogramm, wie kann man den Erfolgszug dieses grünen Parteiprogramms verstehen, das übrigens auch dafür sorgt, dieses Parteiprogramm sorgt dafür, wo haben wir's? Das Parteiprogramm sorgt dafür, dass zum Beispiel hier, also erstmal hat haben die Sozialspaten in den Grünen den vorteilbringenden Irrtum beigebracht, dass angeblich alle Neugeborenen potenzielle Genies seien, dass es keine genetischen Unterschiede zwischen den Gehirnleistungsfähigkeiten der Kinder gebe. Und das ist natürlich eine völlig absurde, realitätsferne, die Naturwissenschaft total verleugnende und die Beweise total verleugnende Fantasie. Ja? Also genau wie aus genetischen Gründen der eine Mensch dazu neigt, als Erwachsener 2,35 Meter lang zu sein, und der andere nur 1,35 Meter lang zu sein. Genauso gibt es 2-Liter-Gehirne mit einer sehr hohen Leistungsfähigkeit durchschnittlich. Und es gibt 1-Liter-Gehirne mit durchschnittlich sehr geringer Leistungsfähigkeit. Ja? Und jetzt führt aber das Wahlprogramm der Grünen aufgrund dieses vorteilbringenden Irrtums, dass wir eine Armee, dass wir die unheimlich viel Geld ausschütten, damit diese Leute hier möglichst viele Kinder bekommen, also alle arbeitsunfähigen, nicht qualifizierten, ungebildeten massenhaft Kinder bekommen. Und wir ändern, bei den Grünen-Programmen ändert man nichts daran, dass die Karrierefrauen alle dazu neigen, immer weniger Kinder zu bekommen, so dass unser Nachwuchs an Fachkräften ausfällt, sozusagen. Und diese Idee, dass diese Kinder ja alle auch Genies seien und dass man aus denen die Fachkräfte machen könnte, kann man nur als eine, ja, eine Wahnidee, die im Sinne als vorteilbringender Irrtum für die Sozialspaten, im Sinne einer Gehirnwäsche, einer Massenpropaganda, einer Massenpsychose an die Bevölkerung gegeben wurde. Und nachdem es einmal an die Bevölkerung gegeben wurde, sozusagen neigen die, sozusagen neigt die Bevölkerung dazu, natürlich diese vorteilbringenden Irrtümer zu glauben. Und sozusagen, ja, letztendlich haben wir es dadurch mit einer geistigen Diktatur der Sparten zu tun, dadurch, dass die Sparten es erfolgreich schaffen, ihre profitorientierten, vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparten in die Köpfe der durch Gehirnwäsche in die Köpfe der Parteiprogramme
der anderen Parteimitglieder und der Bevölkerung hineinzupumpen, sozusagen. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding grundsätzlich immer Wiedergabegeschwindigkeit anklicken und auf zwei Stellen schneller hören, macht Freude. Und diese Tendenz sozusagen, die Gehirnwäsche führt dann dazu, dass viele Menschen die Grünen gewählt haben, weil sie eben auf diese vorteilbringenden Irrtümer letztendlich der Sozialspaten reinfallen und das Land auf diese Weise ruinieren würden. Und jetzt könnte man sagen, Jamaika, also Grüne und CDU und FDP, da würden solche Fehler ja vielleicht teilweise ausgeglichen werden. Aber das Dumme ist, dass wir dann den Teufel mit dem Belzebub austreiben, also dass wir dann eben hier das Wohlfühlen zerstörende System, nämlich die neoliberale, bösartige, marktradikale, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft, in der die ganze Welt gerade lebt und wir in Deutschland natürlich auch leben, dass diese dann wieder beibehalten wird und die zerstört eben Lebensglück. Und wie macht sie das? Wie zerstört sie unser Wohlfühlen? Also Marktwirtschaft zerstört Wohlfühlen. Marktwirtschaft ist Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Gemeinwohlwirtschaft bedeutet sehr viel mehr Wohlfühlen und Wohlstand. Da kriegen Sie 700 € netto und monatlich als arbeitender Mensch mehr in den Geldbeutel. Jeden Monat 700 € mehr. Ne, das ist Gemeinwohlwirtschaft. Allerdings nur in der Ausprägung der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung von Next Scientist for Future und Weltrat. Da steht es auch, die GWO rechnet damit, ein bleibendes Wirtschaftswunder zur Folge zu haben, was zum Beispiel die GWÖ nicht hinkriegen würde. Die würde eher Wohlstand leicht vernichten, tendenziell. Ja. Raus aus den Horrortrips Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft, raus aus Kapitalismus und raus aus ewig gestrigen pseudokommunistischen Konzepten, zum Beispiel der Sozialspaten, hin zur Gemeinwohlwirtschaft, ja. So, ich bin jetzt noch schuldig. Wie funktioniert denn diese Suchterzeugung durch Glückszerstörung? Wie zerstört denn die Marktwirtschaft unser Wohlfühlen, auf die ja Laschet und Lindner so schön setzen? Ja, letztendlich ist es da so, dass die Hauptsparten, also hier die Sozialsparten und hier zum Beispiel sind die Zucker-, Alkohol- und Tabaksparten. Und diese Sparten haben es geschafft, einen zentralen vorteilbringenden Irrtum in die Köpfe der Weltbevölkerung zu pumpen, nämlich, dass der Markt alles regulieren würde, dass der Markt zu guten Ergebnissen für alle führen würde. Denn dadurch kommt es zu keiner Regulierung von Alkohol, Zucker und Tabak, also diesen ganzen suchterzeugenden, krankmachenden Dingen. Kommt es zu keiner Regulierung, wenn man diese vorteilbringenden Irrtümer übernimmt, wie die FDP und die CDU, dann kommt es zu keiner Regulierung all dieser Schädlichkeiten, auch der sonstigen Nahrungsindustrie, die uns ja bewiesenermaßen massivst vergiftet und in den USA lauter 300 Kilo Menschen mit Diabetes und frühem Tod erzeugt mittlerweile und Krebs und noch was, was weiß ich, noch was. Und ja, und auch eine riesige Anfälligkeit bei Corona erzeugt hat und so weiter, das sozusagen, das funktioniert eben so, dass wenn ich den vorteilbringenden Irrtum habe als Händler, als Frühhändler und Früharzt, dass eben der freie Markt in Ordnung sei und wir eben keine Gemeinwohlwirtschaft bräuchten, wo der Markt gelenkt wird und sinnvoll eingesetzt wird, dann verkauft man halt unheimlich viel Alkohol, Tabak und Zucker zum Beispiel Waren, kann dann ganz viele Nachkommen ernähren, leibliche Nachkommen ernähren und so breitet sich dann der eigene vorteilbringende Irrtum aus.
und findet auch Azubis, Schüler und Studenten und Nachfolger. Und dann werden hier an Universitäten und Akademien diese vorteilbringenden Irrtümer gelehrt und ausgebreitet. Und so kommt es dann eben dazu, dass eben, wie ich eben ja schon gesagt habe, letztendlich Marktwirtschaft Suchterzeugung ist durch Glückszerstörung. Ja, dazu gehört jetzt aber auch noch der vorteilbringende Irrtum, der muss jetzt dazukommen, dass alles, was Menschen Freude macht, eigentlich als unwichtig, als schlecht, als unschicklich, als eklig oder was auch immer bezeichnet wird. Das heißt also, hier muss irgendwann bei den Frühhändlern und Frühärzten irgendwann zum ersten Mal ein Irrtum aufgetaucht haben, der ungefähr so lautete: Körperkontakt, Zärtlichkeit, Massage, Sex, liebevolles Leben, angstfreies, schüchternheitsfreies Annähern von Jungs und Mädels und Männern und Frauen und so weiter, ist ekelhaft, widerlich, unschicklich, ist schlecht, böse und es ist auch nicht toll, wenn Menschen selber Musik machen, überlass doch lieber das den Profis, ja, und so weiter. Das ist zum Beispiel die Pädagogik von RTL mit Supertalent und mit Superstar, dann sozusagen, überlass doch gefährlich das Musikmachen den Profis, kauft deren Platten, aber fangt nicht selber an zu singen. Denn da macht ihr euch ja nur lächerlich und werdet beleidigt von Dieter Bohlen und so weiter. Also solche, all diese vorteilbringenden Irrtümer erzeugen eine Gesellschaft, in der die Menschen Sport machen lassen, sich selber aber kaum noch bewegen. Eine Gesellschaft, in der die Menschen Musik kaufen, aber selber nicht mehr Musik machen und singen und tanzen und musizieren und so weiter. Und in der die Menschen vielleicht Pornografie kaufen, aber selber keinen Sex mehr haben und so weiter. Und dadurch sozusagen werden sie kaufsüchtig, konsumsüchtig, shoppingsüchtig, alkoholsüchtig, Zigaretten, medikamentensüchtig und die gesamte Marktwirtschaft profitiert von dem zerstörten Leben von uns allen und das ist der Grund, also jetzt sind wir wieder bei Laschet und Co. Das heißt also, damit ist alles gesagt, egal ob Jamaika, also ob unser Leben weiterhin zerstört wird durch Suchterzeugung, durch Glückszerstörung, Marktwirtschaft zerstört Wohlfühl. Das spielt keine Rolle. Jetzt muss ich nur noch ganz, oder ob Ampel, da ist dann das Übergewicht mit diesen pseudokommunistischen Konzepten und pseudoplanwirtschaftlichen Größe. Da wird die Gesellschaft eben der Wohlstand noch stärker zerstört, weil auch die Reichen mit Füßen getreten werden und das Land verlassen und dadurch viele Arbeitsplätze verschwinden und so weiter. Und ja, und Gemeinwohlwirtschaft, dieser Bereich hier, über den wir diskutieren sollten, weil die beide Wohlfühlen und Wohlstand mehren, also vergrößern. Wie machen die das? Wie macht die Gemeinwohlwirtschaft genau das Gegenteil von Pseudoplanwirtschaft und Marktwirtschaft? Sie macht das Gegenteil, indem sie eben hier die vorteilbringenden Irrtümer kontert, indem zum Beispiel die Bundesliga, die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung, indem die Leistung von Politikern gemessen wird, ob sie unser Leben tendenziell beschädigen, unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand von uns Wählerinnen beschädigen oder fördern. Das wird erstmals objektiv gemessen, was wir ja überhaupt nicht abschätzen konnten, weil wir ja bisher eben in der Situation waren, dass wir sozusagen
letztendlich nur vermuten konnten, dass es vielleicht die Regierung in Bayern besser ist als die in NRW, aber wir hatten keine Beweise dafür. Und dadurch kriegen wir jetzt die Beweise und haben dann diese Bundesliga-Tabelle der Bundesländer, haben wir immer drei Absteiger, dann gibt es da immer beschleunigte Neuwahlen. Und letztendlich überall wird gemessen, wie entwickeln sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dann gibt es Verdienstzuschüsse, also man könnte auch Steuervorteile sagen oder steuerliche Nachteile und reduzierte Verdienstzuschüsse gibt es eben, wenn man die Bevölkerung beschädigt wie bisher und dadurch sterben dann die Irrtümer aus und die Wahrheiten rücken an diese Stelle und die Wahrheiten werden die Grundlage für den Erfolg und dann kriegen wir die ideale Gesellschaft. So einfach ist eigentlich der Wechsel. Und wie wir das technisch machen, das weiß diese Partei des Gemeinwohls. Die weiß das. Und ja, das ist eigentlich alles. Und jetzt nochmal abschließend zu Laschet, Lindner, Habeck, Baerbock und so weiter. Zum Glück haben sich ja die Wähler den pseudo-planwirtschaftlichen Konzepten der Linken mit Enteignung und Mietendeckel und Mietenbremse und so weiter eigentlich eine Absage erteilt. Aber wie gesagt, dieses Pseudo-Planwirtschaftliche lebt immer noch auch in den Grünen und der SPD ausreichend. Kevin Kühnert, Klingbeil, ja, da kriegen wir noch genug von dem Pseudo-Planwirtschaftlichen rein. Und eigentlich muss man das Pseudoplanwirtschaftliche von SPD und Grüne auch so verstehen, auch neben all dem Einfluss der Sozialspartler auf die Parteiprogramme, muss man das auch so verstehen, dass sie sozusagen letztendlich versuchen wollten, die Nachteile der Marktwirtschaft auch irgendwie zu kontern. Aber das geht eben nur mit Gemeinwohlwirtschaft und eben nicht mit indem man die DDR-ähnlichen Konzepte wieder aus der Mottenkiste rausholt. Ne? Und das ist eben, ja, und Gemeinwohlwirtschaft, das ist Gemeinwohlwirtschaft. Endlich werden mein Hausarzt, mein Supermarktleiter, meine Landesregierung und meine Lieblingsmedien umso mehr belohnt, je gesünder, langlebiger und glücklicher wir Kunden durch ihr wirken werden. Je seltener wir zum Beispiel Krebs oder Herzinfarkt bekommen und je größer unser Wohlfühlen wird. Diesen Satz sollten Sie sich 100-mal durchlesen, damit Sie verstehen, was Gemeinwohlwirtschaft ist. Zweiter gemeinwohlwirtschaftlicher Grundsatz: Politik sollte endlich viel mehr Rücksicht auf Wählende nehmen müssen als auf Lobbyisten, Konzerne und Sparten. Wie das technisch, denn wir leben ja in der Diktatur der Sparten, nicht nur in einer Diktatur der Konzerne, denn die Konzerne gehören ja zu den Sparten. Ja? Wie das technisch zur Realität gemacht werden kann, wissen wir. Darüber brauchen wir uns nicht beschäftigen, darüber kann man im Detail diskutieren, aber das geht, ist technisch überhaupt kein Problem, wenn man einmal begriffen hat, dass wir unser Leben nicht mehr ruinieren lassen wollen, durch Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft. Das beides ist Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft. Ja, das ist also der Punkt. Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter zu unseren Dienern, weil wir ihre Leistung für unser Wohlergehen, unser Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit bei den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern messen und danach die Belohnungen, die Gelder und die Karriereaussichten verteilen. Und damit sind alle Menschheitsprobleme gelöst. Ne? Und damit können wir auch alle weltweiten Probleme lösen. Ne? Übrigens auch das Klimaproblem, falls es denn wirklich eins ist. Aber sagen wir mal so, können tut das Wahlprogramm, das Parteiprogramm der Partei des Gemeinwohls, kann eine weltweite, ziemlich zeitgleiche, parallele, ziemlich simultane Lösung dieser Welt Probleme erzeugen. Die hat die richtigen Hebel dazu.
Ja, und wie gesagt, die Bundesliga der Landesregierung, das ist der Weg, wie wir ein für alle Mal die Politiker wieder in den Dienst von uns Wählerinnen zwingen. Ne? Ja, und jetzt bewiesen, Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft haben unser aller Leben unmerklich oder merklich zerstört. Manche haben es nicht gemerkt, manche merken was. Endlich weltweit erstmals wählbar, Gemeinwohlwirtschaft, einzig wirkliches, echtes Gutes tun wird belohnt, dem Bewussten und dem Nichtbewussten schlechtes tun wird die Beute entzogen. Ja, das soweit waren wir. Ja, also insofern einzige Chance für uns, ja, und melden Sie sich an, widersprechen Sie in den Talkshows. Der Mitgliedsantrag ist nur eine Unterstützungsunterschrift. Der hat keine andere Folge, als dass er als unterstützt. Man braucht etwa 60 Unterstützungsunterschriften in Form eines Mitgliedsantrags für die kostenlose und folgenlose Mitgliedschaft. Und dann muss man natürlich vor den Wahlen nochmal Unterstützungsunterschriften sammeln. Aber so weit sind wir ja noch nicht, ist die Partei noch nicht. Ja, also. Um abzuschließen, also, ich google jetzt auch mal Partei des Gemeinwohls PDG, nochmal googeln, damit Sie sehen, dass Sie das ganz schnell finden. Mittlerweile bei uns jedenfalls immer auf der ersten Stelle schon die Partei des Gemeinwohls, also hier, ja, funktioniert, also ganz einfach zu finden. Und letztendlich, ich fasse zusammen, Jamaika, Laschet, Lindner, Baerbock, Habeck bringen uns genauso die Hölle auf Erden weiterhin, wie Scholz, Baerbock, Habeck, Lindner. Es spielt gar keine Rolle, weil bei dem einen kriegen wir ein bisschen mehr Schädigung von Marktwirtschaft, bei der Jamaika, und bei dem anderen kriegen wir ein bisschen mehr planwirtschaftliche Schädigung. Ich habe gestern in den Film reingeschaut, wo gezeigt wurde, wie aggressiv in der Pseudoplanwirtschaft der DDR lesbische Liebe verfolgt wurde. Und das zeigt eben auch, dass auch wenn man jetzt Planwirtschaft einführt, dass trotzdem die Schäden, die über Jahrtausende durch die Marktwirtschaft erzeugt wurden, nämlich die Verfolgung des Liebeslebens, in diesem Falle in Form der lesbischen Liebe, dass das ja nicht aufhört, sondern dass das auch in der DDR eben nicht sofort entkräftet war, obwohl es ja ein marktwirtschaftliches Glückszerstörungselement ist, waren diese Glückszerstörungselemente aber eben auch nicht sofort weg in der DDR, sondern waren fast genauso stark noch da wie in der Marktwirtschaft. Also das heißt, es gibt nur eine Lösung, Gemeinwohlwirtschaft. Und da muss man halt diskutieren. Ja, hier muss man halt diskutieren, welche Variante. Welche Variante davon? Wo ist es? Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und/oder gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung nach dem Next Scientist for Future vom Weltrat und/oder Gemeinwohllobby und/oder Postwachstumsökonomie und/oder Bhutans Bruttonationalglück und/oder Anekdote vom alten China Gemeinwohlwirtschaft und/oder XYZ. Welche Form der GWW Gemeinwohlwirtschaft ist die beste für die Menschheit, für uns Wählerinnen und so weiter, ja? Also. Und dann haben wir hier noch eine neue Geschichte über Dawkins. Das wurde hier wohl im Parteiprogramm dazugenommen. Wie gesagt, ich darf ja nicht Mitglied einer Partei werden, weil ich ja Mitglied in Weltrat und Next Scientists for Future bin. Aber wir dürfen helfen, unterstützen und beraten. Ne? Das, was wir ja auch bei der SPD oder Grünen machen würden, wenn sie uns zu Hilfe rufen würden, oder ja. So.
Ja, am 19. das 2017, 2017 wurde das Selfish Gene, das egoistische Gen, von der Royal Society zum inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten erkoren. Das kann ich nur bestätigen. Dort wurde zum ersten Mal aus naturwissenschaftlicher Sicht die Marktwirtschaft kritisiert und als schädlich erkannt. Und daraus resultiert dann jetzt eben die Gemeinwohlwirtschaft. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch ein paar Tagesthemen, also nee, so ein paar Kurznachrichten muss ich jetzt noch nachschieben. Aber dazu nehmen wir dieses Bild. Also Kurznachrichten, was haben wir hier noch? Wohlfühlstimme. Das ist also einer der Mechanismen, mit denen man das Wohlfühlen messen könnte, indem wir Wähler alle eine echte Wahlstimme kriegen würden, nämlich mitteilen, wie es uns wirklich geht, sodass man die Leistung von Politikern, von Unternehmen, von Supermarktleitern messen kann, von Ärzten messen kann und so weiter. Wohlfühlstimme gleich auf europäischer Ebene, wenn wir es schaffen würden, dass wir gleich auf der ganzen europäischen Ebene eine Akzeptanz für die Gemeinwohlwirtschaft finden würden, was ja im Europäischen Parlament schon ansatzweise vorliegt, ein gewisses Interesse an Gemeinwohlwirtschaft in Form der Gemeinwohlökonomie allerdings, die allerdings dann eben ja nicht ganz akzeptiert wurde, weil sie eben auch noch viele Mängel hat, viele jugendliche Mängel hat, ja. Also wenn die Entscheidung am Ende von Europa nicht ja wäre, dann müssen wir eben diese Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung machen. Wenn nicht, können wir quasi die europäischen Staaten und deren Wohlfühlstimmenentwicklung, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstandsmessungen als Grundlage für unsere Wahlentscheidungen nehmen und dann können wir quasi gleich aus den United States of Europe, dazu müssten wir allerdings sofort Englisch als Gesamtsprache einführen und Parallelsprachen vorgehen, bis alle Englisch hundertprozentig können. Und ja, also von daher. Aber wenn die europäische Lösung nicht gelingt, dann brauchen wir in Deutschland, müssen wir die Ministerpräsidenten mit Kanzlervollmachten ausstatten für ihr jeweiliges Bundesland, also mit voller Entscheidungshoheit und sozusagen müssen dann die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung machen und müssen bei den Absteigern immer für vorgezogene Neuwahlen sorgen, damit die Menschen nicht mehr leiden müssen unter unfähigen Landesregierungen. Ja. Dann in neue interessante neue Information, Kurzmeldung. Journalisten wurden bezeichnet als tendenziell linksgrün. Das ist ja auch einerseits richtig. Wir haben eine Paradoxie. Einerseits, habe ich schon oft beschrieben, sind Journalisten einerseits von der Herkunft her linksgrün, werden dann aber durch die Geldflüsse von den Konzernen und den Lobbyisten hin zur Politikerschaft und zu der Medienwelt werden die Medien eben letztendlich zugleich paradoxerweise Konzernlobbyisten und ein bisschen linksgrün. Also, und diese Mischung ist wieder eine teuflische Mischung sozusagen, ja? Politik sollte mehr Rücksicht auf die Wählerinnen nehmen als auf Lobbyisten und Konzerne. Das habe ich ja schon erwähnt, dass wir das brauchen, ne? Mehr brauchen Sie nicht zu verstehen, wie das technisch zu realisieren ist, wissen wir vom Weltrat, von den Next Scientists for Future und das weiß auch die Partei des Gemeinwohls. Heutzutage ist das hier Politik. Die Sparten machen mit ihren vorteilbringenden Irrtümern Gehirnwäsche, das habe ich ja eben gezeigt am Beispiel der Sozialsparten, machen Gehirnwäsche mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, Gehirnwäsche und Propaganda und gehen in die Parteien und dann wählen die gehirngewaschenen Wähler die vorteilbringenden Irrtümer verrückten Reformen, ja, die vorteilbringenden Irrtümer verrückten Reformen,
der durch die Sparten unterwanderten Partei. Und das ist das, was unser aller Leben eben zerstört. Das habe ich ja jetzt nun ausführlich beschrieben gehabt. Ja, gestern habe ich mit einem Professor meiner Universität gesprochen, der auch schon zu der Zeit an der einzige, der schon an der Zeit in der Zeit an der Uni war, als ich auch an der Uni war. Und wir waren uns einig, dass mittlerweile eben bei Grünen, SPD und Linke und so weiter, dass da eben lauter vorteilbringende Irrtümer existieren, die also sozusagen es nicht mehr zulassen, dass ein Professor sozusagen, wo ist es, da ist es doch, die Wahrheit sagen darf darüber, dass Intelligenz also nicht nur durch Bildung kommt, sondern eben auch durch den Faktor genetische Unterschiede in der Gehirngröße, Gehirnleistungsfähigkeit und so weiter, sodass also tendenziell arbeitsunfähige Erwachsene tendenziell auch wieder tendenziell arbeitsunfähige Kinder in die Welt setzen und Arbeitsplätze schaffende Erwachsene, hochkreative Innovatoren tendenziell auch wieder etwas mehr hochkreative Innovatoren in die Welt setzen werden würden, wenn sie überhaupt noch Kinder bekommen würden. Und dass diese Intelligenz, das Wissen um die Intelligenz und die differenzielle Psychologie und so weiter, dass man das fast kaum noch sagen darf als Professor sozusagen, ja, dass ja, weil eben die Sozialspartler die Welt beherrschen mit ihren Ideologien, ihren Gehirnwäschen, ihrer Propaganda oder kurz ihren vorteilbringenden Irrtümern, parasitären Memen oder Killerviren des Geistes. Ja, und das so kaputt ist die Welt schon und die Diktatur der Sparten ist so zerstörerisch. Ja, ich glaube, das war's. Aber jetzt für diese wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.